Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Spielevorstellung hier von mir von der Modellhobby in Spielen Leipzig. Und zwar habe ich hier das Spiel Schollenrollen von Amigo Spiele. Ist für 2 bis 8 Spieler geeignet, ab 8 Jahren und dauert ungefähr 20 Minuten. Und ja, wie der Name schon ein bisschen sagt, wie das Cover auch erahnen lässt, es geht so ein bisschen den Fisch oder Fische und Fischfang. Und im Herzen des Spiels verbirgt sich quasi eine Art Kniffelmechanismus. Denn wir haben hier 4 Würfel und mit diesen Würfeln versuchen wir, so viele Fische wie möglich zu fangen. Und zwar, wir haben hier der Spielboden kommt quasi da als Netz mit, als Spielelement mit dazu. Und zwar läuft das so ab. Wir haben eine gewisse Anzahl von Fischen, die halt irgendwie hier so im Meer rumschwimmen. Die gelben dabei, die sind 1 Punkt wert und die roten 5 Punkte wert. Ein Spieler nimmt, wenn er dran ist, ganz einfach alle 4 Würfel und wirft sie. Generell ist es so, dass die blauen Seiten, das sind die Würfel, die immer rausgelegt werden müssen. Und die schwarzen, die können immer weiter neu gewürfelt werden. Man muss in jedem Würfelwurf eine Scholle mindestens dabei haben. Ansonsten hat man sich überreizt und verliert seinen ganzen Fang. Jetzt erstmal habe ich hier, wenn wir jetzt erstmal nur diese 2 Schollen betrachten, 2 Schollen, die ich quasi in dem Meer jetzt hier gefangen habe und in mein Netz legen kann. Ja. Die Besonderheit hier jetzt bei dem Wurf ist noch, dass ich gleich mal so einen Verdoppler quasi gewürfelt habe und sogar direkt 2-mal. Das heißt, wir haben jetzt quasi 4-mal den Wert an Schollen hier. Und das heißt, ich lege jetzt quasi noch 6 mit dazu. So. Und jetzt kann ich eben entscheiden, ob ich jetzt weitermachen möchte oder aufhören möchte. Wenn ich aufhöre, dann würde ich ganz einfach halt eben das ganze Netzchen nehmen, was ich habe und hab diese Fische jetzt bei mir. Die sind noch nicht hundertprozentig sicher, denn es gibt noch eine Möglichkeit, wie quasi von einem anderen Spieler die Fische wieder weggenommen werden können. Und zwar, ich würfel einfach mal neu und quasi eben ein neuer Spieler ist dran und der hat jetzt das hier gewürfelt. So, ihr seht, es gibt quasi eben halt auch Würfelseiten, wo 2 Schollen drauf sind. Mit dem Verdoppler jetzt hier wären wir jetzt auch bei 4, auch wieder bei 8. Ich spiele das jetzt einfach mal weiter. Ich lege jetzt wieder 8 oder eher Fische im Wert von 8 in mein Netz. Blauer Würfel bleibt draußen liegen. Den würfel ich nicht nochmal, die anderen würfel ich nochmal. So, und jetzt habe ich nämlich so einen Haken hier dabei. Und bei dem Haken kann ich mich jetzt entscheiden, auch bei einem anderen Spieler eben da die Fische zu klauen. Und zwar entsprechend so viele, wie ich jetzt hier bei den Schollen dann insgesamt dann noch gewürfelt habe. Verdoppler zählt dann natürlich auch wieder mit. Also das wäre jetzt ein optimaler Wurf eigentlich gewesen, um bei einem Spieler so richtig schön viele Fische zu klauen. Das sind nämlich jetzt 4 mal 2, das sind 8. Das heißt, mit dem Wurf kann ich jetzt 8 Fische bei einem Spieler klauen. Ja, mal angenommen, der andere Spieler bin jetzt nicht mehr ich, also das, was ich jetzt vor mir habe. Und nimmt jetzt diese 8 und tut die auch in das Netz. So, dann entscheide ich mich einfach weiter zu würfeln, weil ich bin ja jetzt ein bisschen gierig und auf den Geschmack gekommen. Wir haben jetzt hier nochmal einen Verdoppler und ich könnte jetzt nochmal bei jemandem klauen. Das sind jetzt 4 mal 1, könnte ich jetzt 4 Fische klauen. So, ich würfel jetzt einfach nochmal und hoffe, dass ich euch vielleicht mal zeigen kann, was es noch gibt. Ich würfel es gar nicht, deswegen zeige ich es euch einfach direkt, denn es gibt nämlich noch einfach so ein Meeresplättchen, so ein Wasser, nicht Plättchen, sondern eine Wasserseite. Die ist komplett funktionslos und blockiert quasi oder fordert quasi einfach auf, diesen Würfel beiseite zu legen. Das waren im Prinzip alle Würfelseiten, die es gibt. Mehr gibt es nicht. Wie gesagt, wenn man eben sich überreizt hat und nur noch blaue hat und keine Scholle oder sowas mehr dabei, also selbst sowas hier, wäre vorbei. Weil man muss immer mindestens eine Scholle dabei haben, würde man seinen ganzen Fang hier verlieren. Also das heißt hier, was man so schön hier im Laufe der Runde da zusammen gefangen hat, müsste man wieder zurückkippen. Ja, und das Spiel endet ganz einfach, wenn alle Fische, die im Meer liegen, bei den Spielern verteilt sind. Und dann kommt es natürlich darauf an, welcher Spieler hat die meiste Anzahl von Punkten dann.
Die Anzahl der roten Fische, die ins Meer gelegt werden, die ist einfach noch spieleranzahlabhängig. Je nachdem werden da bei weniger Spielern mehr rausgetan und bei voller Spielbesetzung kommen eben halt alle mit rein. Ja, ist ein nettes kleines Würfelspiel, hat mir ganz gut gefallen, ist natürlich sehr glücksabhängig, also weil klar, es sind natürlich Würfel mit im Spiel, und, aber es ist ja schnell gespielt und deswegen kann man auch gerne da nochmal eine Partie hinten dranhängen. Ja, das war meine Vorstellung von Schollenrollen.